Kickers Radio. 90 Minuten. Ein Leben lang. Herzlich willkommen in der Flyer Alarm Arena. Willkommen in der Flyer Alarm Arena, waren 10.500 Zuschauer und sahen einen begeisterten Pokalsieg der Würzburger Kickers. Trotz einer guten Leistung der Würzburger Kickers gingen die Düsseldorfer nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung durch Schmidtgall mit 1:0 in Führung, dies gleichzeitig der Pausenstand. Die regionale Band Die Partyvögel schenkten den Würzburger Kickers zum Pokalspiel einen neuen Kickers-Song. Ein Leben lang brachte den Schwung für Abschnitt 2. Ein Leben lang, ein Leben lang, Kickers Würzburg, ole, Kickers Würzburg, ole, ein Leben lang. Kickers Würzburg, ein Leben lang, Kickers Würzburg, ein Leben lang. Und da war er wieder, Bibo Christopher Bieber. Mit 2 Treffern gegen die Düsseldorfer Profis. In der 52. Spielminute zum 1:1 und in der 55. Spielminute zum 2:1 für die Würzburger Kickers. Nach 90 Minuten 2:2. In der Verlängerung, zweiter Abschnitt, 114. Spielminute, Steven Leverenz sorgte für den 3:2 Siegtreffer mit einem Freistoßtor. Der Jubel in der Flyer Alarm Arena kannte keine Grenzen. Robert Wolnikowski, zweite Mal für dich gegen Düsseldorf im Pokal gewonnen. Aber ich glaube, dass ihr heute übersteigt alles. Das auf jeden Fall. Eine Riesensensation und Kompliment an die Mannschaft. Besser geht's nicht. Nee, besser geht's wirklich nicht. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit hättet ihr den Sack schon zumachen können. Kann man so sagen, mit dem Lattentreffer, Pfostenschuss. Aber wir wollten noch ein bisschen hinauszögern, wollten ein bisschen Spannung halten. Das haben wir geschafft. Danke. Christopher Bieber, ja. Du hast gerade gesagt, dein erstes Interview für Sky und ja. Ich glaube, das ist das 98. Für Kickers Radio, für Würzburg Radio. 2 Tore gegen Bundesligist. Hast du vorher... Bulle! Go! Ja, also muss man alles mitnehmen, wie ich schon gesagt habe. Danke. Vorhin kam dann auch schon mal so die Frage auf... Wenn man natürlich so super spielt in der Regionalliga, auch heute sind natürlich einige hier, die Spieler beobachten. Ja. Da könnte es auch durchaus mal sein, dass jemand anklopft und sagt, hier. Ich glaube, im Fußball ist alles möglich, aber ganz ehrlich, ich bin hier zu Hause, fühle mich wohl im Verein. Ich bin, glaube ich, der Spieler, der am längsten hier noch im Verein ist bei uns in der Mannschaft. Und also ich sehe eigentlich jetzt hat keinen Grund, irgendwie über was anderes nachzudenken. Gut, wenn Bayern München einklopft, würde ich schon nehmen, ne? Also so ist es auch nicht. Danke. Die anschließende Pressekonferenz. So, werte Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem DFB-Pokalspiel Nummer 22 zwischen den Würzburger Kickers und der Fortuna aus Düsseldorf. Ich darf begrüßen Trainer Oliver Reck und Trainer Bernd Hollerbach. Seit wenigen Monaten gibt es auf der Fußballlandkarte Deutschland einen Verein als Würzburger Kickers. Seit wann haben Sie hier erfahren, oder besser gesagt, ab wann haben Sie denn gemerkt, dass es hier keinen Zweiklassenunterschied gibt in Würzburg? Das wussten wir schon vorher. Zum Spiel, ich möchte nur sagen, dass ich glaube, ein typisches Pokalspiel, wo alles geboten war. Mir ging relativ früh in Führung, nicht ganz so früh, aber zumindest in der ersten Halbzeit haben dann diese Führung, denke ich, war auch nicht so ganz unverdient. Wir haben einige Möglichkeiten, nicht konsequent zu Ende gespielt, aber wir hatten einige Möglichkeiten und haben uns gegen eine aufopferungskämpfende Mannschaft, denke ich, einigermaßen bewiesen, kamen dann aus der Pause zurück, lagen zurück.
durch Situationen, die wir eigentlich vorher genau angesprochen hatten, die auch klar, dass sie passiert sind, die dann auch passiert sind. Ich glaube, dass unsere Mannschaft dann in der Phase so ein bisschen das Heft aus der Hand gegeben hat, sind aber dann wieder zurückgekommen in das Spiel durch einen Freistoßtor von Sergio Pinto, haben dann leider die rote Karte hinnehmen müssen. Auch darauf wurde hingewiesen, dass es natürlich gerade gegen so einen aufopferungskämpfenden Gegner dann unwahrscheinlich schwer ist, in Unterzahl zu spielen. Genau das ist passiert und kriegen dann mit einem abgefälschten Ball, auch das ist normal in einem Pokalspiel, den entscheidenden Gegentreffer. Und so muss ich Glückwunsch an Kickers Würzburg sagen, die aufopferungsgekämpft haben, alles in die Waagschale geworfen haben, was aber auch normal ist in so einer Situation und wir das aber bewusst auch gewusst haben, dass es passieren wird. Und dementsprechend gehen wir heute als Verlierer vom Platz. Glückwunsch an Kickers Würzburg. Bernd Hollerbach, wie hast du das Spiel erlebt? Ja, ich habe es ähnlich gesehen wie der Oliver. Ich denke, es war ein typisches Pokalspiel. Ja, wir sind im Moment ganz gut drauf vor der Saison. Deswegen haben wir unsere Chance geglaubt. Wir haben mutig gespielt. Wir haben immer wieder den Weg nach vorne gesucht und haben keinen Respekt gehabt und haben dann zum Schluss auch, denke ich, das Glück des Tüchtigen gehabt mit dem abgefälschten Freistoß. Ich glaube aber, dass insgesamt der Erfolg oder der Sieg für uns auch verdient war. Was sagst du zu Christopher Bieber? Ja, was soll ich zu Christopher sagen? Also er hat gute Mitspieler, die ihn gut bedienen, die für ihn arbeiten und ja, er ist ein Spieler aus unserer Mannschaft. So, ich habe hier eine nette Kollegin an der Seite stehen, die gerne das Mikrofon weiterreicht, sodass Sie jetzt Fragen stellen können. Ich gehe davon aus, dass die Trainer in der Mixzone nicht mehr zu bekommen sind, deswegen stellen Sie die Fragen bitte jetzt an die beiden Trainer. Wenn das... Ja. Ich habe eine Frage an Bernd Hollerbach. Bernd, hast du damit gerechnet, dass deine Mannschaft, ich finde, sie hat speziell auch in der zweiten Halbzeit nicht nur aufrufungsvoll gekämpft, sondern auch spielerisch mitgehalten. Da ist beim Zweiklassenunterschied normal nicht mitzurechnen. Ja, aber Michael, du hast ja die ganze Saison schon gesehen, dass wir versuchen, ja nicht nur die Bälle wegzuhauen, sondern auch versuchen, Fußball zu spielen, sich zu zeigen. Und ich habe den Jungs ja vom Spiel gesagt, sie sollen Mut haben, sie sollen frech nach vorne spielen und keinen Respekt haben. Das haben sie gemacht. Deswegen fand ich das fußballisch auch ganz gut von uns, dass wir da auch uns gezeigt haben und auch immer wieder versucht haben zu kombinieren. Also großes Kompliment an die Mannschaft. Hier vorne. Konditionsmäßig hat man ja gar keinen Unterschied gemerkt zwischen Regionalliga und zweiter Bundesliga. Wie viele Trainingseinheiten, wie umfassend ist euer Training, wie weit trainiert ihr schon unter Profibedingungen? Ja, wir trainieren so oft, wie es geht. Ich versuche natürlich alles professionell zu machen. Wir haben noch ein paar Studenten drin, ein paar, die noch bei Flyer Alarm arbeiten. Und da müssen wir mal schauen, dass wir sie irgendwie geregelt bekommen. Aber wir trainieren schon unter Profibedingungen, also 6-7 Mal die Woche. Deswegen war der körperliche Unterschied heute nicht so groß. Herr Hollerbach, darf die Mannschaft heute auch ein bisschen feiern oder sind Sie da sehr streng? Ich bin nie streng. Also die können natürlich feiern, ist ja ganz klar. Nach dem Sieg heute gegen zwei Liga höheren Konkurrenten können die natürlich feiern. Das sollen sie heute auch genießen. Und dann haben wir morgen früh wieder Training, dann können wir es wieder rausschwitzen. Kickers Radio. 90 Minuten, ein Leben lang. Herzlich willkommen in der Flyer Alarm Arena.